Das Kapitol Eden. Sitz der Sanktumregierung. Your Eminence. It is time. The people await your address. And so, we greet the new dawn. People of Cocoon, my fellow citizens, we have survived the twilight and gather now to welcome the dawn of the day on which we decide our fate. Many are the lessons we have learned during our long night of hardship and sacrifice. And now we face choices. Choices which must be made as our hearts dictate and not abandoned to uncaring chance. Let us forge ahead with unflinching courage and honor the fallen with action. With these hands, we shape the future. Should have covered that. Intruders on the race circuit. Confirm puzzle the stage. Speed the cannon. Honor and respond with lethal force. Hi there. Cut him off. Oh, think we have a winner. Now. Okay, und da kämpfen wir auch schon mal direkt. Und damit herzlich willkommen bei zu Let's Play Final Fantasy 13. Wir müssen jetzt hier erstmal das Vieh kaputt machen. Mal gucken, wie das läuft. Scheinbar scheiße. Bum, 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 bum. Klingensturm. Go, go. Will dich in den Schockzustand bringen, du scheiß Vieh. So. Donnerkeil. Nochmal Donnerkeil. Klingensturm. Und Sante Zuken. So. Das geht aber ziemlich geil ab hier. Bam. Until next time.
Ja, nice. Besiegt. Gut gemacht. Ha, 26.000 Erfahrung. Jo, geil. Nehme ich mit. Tesla, Turbino, Sanctum, F und E, was auch immer das ist. So. Wir sind in der Cocoon. Of creatures is attacking the city. It's a pulse invasion force. Your Eminence, we must evacuate. So, Reigns, is this the cocoon you dreamed of? My dream is but a falseous fancy now. End it. Saying Eden is crawling with pulse nasties. Fresh off the ark, I'd wager. This is out of control. What'll happen to Cocoon? It's all out war. Did we cause this by coming back? From Tantalus's prediction. It's all coming true. Well, if his future stops right here, we're the ones who decide what happens next. Let's get moving. Right. Okay. Ja, dann packen wir's mal, ne? Alter Vater, was geht hier nur ab? Jetzt geht's hier aber richtig hart ab. Okay, so, wir werden jetzt hier erstmal wieder die Charaktere in dem Moment. Kampfmitglieder ändern. Wieder den Standardkampf haben. So. Paradigmen werden angepasst. Klar, Blitzschlag wieder rauf. Ich bleibe einfach wieder bei denselben Sachen. Bin ich eigentlich ganz gut mit gefahren. Verheerer, hier Heiler. Machen wir hier Brecher, Verheerer, Manipulator. Verheerer, Augmentor, Brecher. Heiler, Heiler. Ups. Verteidiger. Ups. Und Augmentor, Augmentor, Manipulator. Damit bin ich echt ganz gut gefahren bislang. Das werden wir jetzt auch erstmal so beibelassen, weil never touch a running system. So, Datenlog. Die Geschichte geht weiter. Wir sind Kapitel 12. So, Kapitel 11 ist noch die Heimkehr. Auf der Suche nach Erlösung kehrten Vanille und Fang nach Jahrhunderten zurück in ihre Heimat. Doch Urba war in einer Wüste aus Kristall versunken.
Cocoon, die Heimat der übrigen The Seed, droht im Chaos unterzugehen. Von den Falsi manipuliert, bringen sich die Menschen gegenseitig um. Auch wenn Cocoon ihnen zum Feind geworden ist, so ist es doch noch immer ihre Heimat. Sie müssen Cocoon vor dem Untergang bewahren. Der Fluch der Falsi ist ungebrochen. Die Bestimmung der Lissi, Cocoon zu vernichten, ist nicht überwunden. Ihre Heimat könnte Cocoons Untergang zur Folge haben. Dennoch wählen sie diesen Weg. Sie wollen die Menschen vom Kämpfen abhalten und den Falsi einen Strich durch die Rechnung machen. Am Boden der Verzweiflung wollen sie den Halm der Hoffnung ergreifen. Cocoon gilt es zu bewahren. Nicht für eine verlorene Gottheit und nicht für irgendjemand anderen, sondern für sich selbst. Kapitel 12. Das Ende ist nah. Die Heimkehr der Pulslissi steht unter keinem guten Stern. Die Hochstimmung, die in Eden anlässlich des großen Rennens herrscht, wird jäh unterbrochen, als gewaltige Monster und Maschinenkrieger mitten in der Stadt erscheinen. Die Falsi haben die Siegel der Archen gebrochen und sie darin verborgene Kriegsmaschinerie auf die Menschen losgelassen. Das Jagdgeschwader nutzt das Chaos aus, um in Aktion zu treten. Ihr Ziel ist es, die Falsi und ihr Sanktum zu stürzen. Ihr Anführer Captain Rekdier richtet seine Waffe auf seinen ehemaligen Vorgesetzten und neu ernannten Primarken Reigns, der seinem Ende gleichgültig entgegenblickt. Reigns wurde von Bathandalus als Marionette missbraucht, doch in seinem Herzen bewahrte er seinen Traum, den er einst als Mensch hegte. Die Zukunft Cocoons liegt in den Händen der Menschen und für die Sklaven der Falsi gibt es keinen Platz in dieser Welt. Das Jagdgeschwader hat noble Ziele, doch sie verkennen die Wahrheit. Sie wollen Orphanus vernichten, um Cocoon zu retten, doch Orphanus Tod bedeutet gleichzeitig das Ende für Cocoon. Ihre Ideale werden von Bathandalus ausgenutzt. Sie müssen aufgehalten werden, ehe sie das Zentrum von Eden erreichen. Oh ja, böses Jagdgeschwader. Die Wachdivision Eden ist eine Abteilung der Schutzgarde, die für den Schutz der Hauptstadt zuständig ist. Die Soldaten der Wachdivision Eden gelten als Elite-Soldaten, die an Schlagkraft und Moral den Vergleich mit dem Psycom nicht zu scheuen brauchen. Sie werden in einem strengen Auswahlverfahren aus anderen Einheiten rekrutiert und einer harten Ausbildung unterzogen. In der Bevölkerung genießen sie ein sehr hohes Ansehen. So, dann schauen wir uns mal an, was hierzu abgeht. Auf der Rennstrecke im Kapitol Eden. Oh, wir können hier speichern direkt mal. Dann speichern wir mal doch, dass wir jetzt angekommen sind hier im schönen Ort. So. Ups. Ich lasse mal einen Pulsspeicherstand sicherheitshalber übrig. So, wo müssen wir denn lang? Uiuiui, das sieht hier mal gar nicht zickzackmäßig aus. Ist denn hier noch was? So ein Kügelchen. Ich sehe nix. Na toll. Okay. Dann gehen wir weiter, oder? Hier ist ja alles voll mit Viechern. Ist ja total angenehm hier. Schick, schick, schick. Kommt her. Angriff. Ach, die Veracolakis, sie können auch immer noch nix. Die konnten schon vorher nix, jetzt können sie wahrscheinlich noch weniger. Um. Zwei Attacken, dann war das. So. Jetzt müssen wir den Weg erstmal hier finden. Das ist ja voll das Labyrinth. Vorne ist eine Kugel, die will ich haben. So, boah, hier geht's aber echt ganz schön übel ab. Wo müssen wir denn da hin? Hier so lang, ne? So. Dann so. 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 Hey! Ich wollte es gerade öffnen. Ihr blöden Pulsbiester. Haut ab. Veracolakis, wenn ich das schon höre. Nee, Veracolakis. Habe ich das immer bislang falsch gelesen? Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein. Gut, dann ist das halt so. So. Der Schaden ist immer noch awesome, den Hope und Fang raushauen. Das ist schon richtig nahezu an Perfektion. Löwenherz, ohne Waffe für die gute alte Claire. Blitzschocker. Gegner kurz vor dem Zustand werden auf Anhieb geschockt. Ah, ist eigentlich auch ganz witzig. Aber egal. So, wir bleiben natürlich bei unserer Waffe, die wir auch ausgerüstet haben erst. Was ist das? Kann ich das benutzen?
Nein, ist einfach nur der Weg versperrt. Das ist sehr frech. So, komm her. Komische Drohne, das ist doch sehr sowas wie eine Jagia-Drohne mal gewesen. Also, Kürassier-Drohne. Erstmal buffen. Komm, buff. Bitte, danke. Das ist doch mal richtig geil. Buffen ist super. So, dann greifen wir mal die Kürassier-Drohne an. Die ja so gut wie alles abbekommen hat. Vielleicht brauche ich auch gar nicht eigentlich. Ja gut, jetzt kann Hope auch weiter buffen noch, sich. Zumindest fürs Erste. So, jetzt machen wir voll Schaden da drauf. Das geht ja richtig gut ab. Mit Manipulator und Augmentor läuft das richtig gut. So, schön. Auch besiegt. Aber unsere Zeiten sind echt nicht gut. Wir sind noobig. Oder ich bin noobig. Was das Kämpfen angeht. Aber ist mir auch egal. Der Rang macht ja eigentlich gar nichts aus. Außer ein bisschen Ego. Da ist ein Kügelchen. Mitnehmen. Senks. 9240 Gil. Ist jetzt nicht mehr so viel. Oh, hier ist gar nichts. Hier können wir gar nicht weiter. Müssen erstmal den Weg finden. Blödes Labyrinth. Oh, hier ist alles voll mit Viechern. So. Hier geht's auch schon direkt weiter. Hallo. So, was geht jetzt ab? I don't know about this. If only we could fly. We can jump. Huh? What are you? Nothing to it! See you ground side. Wait a minute! You're all crazy! Don't want to get left behind, do you? Just remember, don't drop the gizmo. That's how light gets around. Let's go. Right. Attacke! Go, go! Kein schwarzes Bild. Ich will spielen. Jawohl. So. Speichern wir mal ab und kämpfen uns dann noch mal weiter durch. Schwupp. Mal schön abspeichern. Und volles Met drauf. Go, go. Hallöchen. Bam. So, was könnt ihr denn? Könnt ihr was? Erstmal buffen. Ist immer ganz gut. So. Schaden machen sie. Ist nicht zu wenig. Okay, das war zu viel Schaden. Wir sollten das nächste Mal nochmal überlegen. Gut zu wissen. Okay. Ja, man kann ja erst nochmal gucken, wie das denn hier so abgeht. Kampf neu beginnen. Klar, kein Problem. So. Arkadenpassage sind wir gerade. Ah ja. So, jetzt möchte ich direkt buffen. Da möchte ich heilen.
wenn wir denn mal dazu kommen noch. Einmal heilen. Ja, und Schaden. Das ist schon nicht schlecht, was man muss man ja sagen. Wir haben Schaden drauf. So, dann greifen wir doch mal an. Währenddessen kann man weiter gebufft werden. Ach, guck mal, die halten ja gar nichts aus. Na super. Hätten wir direkt angreifen können. Dann eher. Oh, gegen Feuer sind sie scheinbar schwach. Okay, ich hab mal vorher gewusst. Hätte ich das mal vorher gewusst. Das ist ja echt ein Blitzschlag, doch das Beste. Aber was ist das da hinten für ein Vieh? Erstmal die kleinen Lampen machen, die kennen wir nämlich. Hä, kennen wir doch nicht? Wieso haben die jetzt wieder mehr Leben? Was war denn das gerade dann? So, komm, mein Hassfreund. Alter! Geht's noch? War schmerzhaft. So. Greif an. Aha, alle sind so scheinbar gegen Feuer schwach. Sieht sehr danach aus zumindest. Bumm. Aha. Okay, das Sanctum Praetorianer hält nicht so viel aus. Scheinbar. Gut zu wissen. Ich glaube, wir machen direkt diesen Buffer rein. Ein Augmentor. Scharfer Sturm ist vielleicht ganz gut für den Anfang. Weil wir noch nicht wissen, was die können. Hallo Hündchen. So, ganz viele neue Gegner. Ach komm, angreifen. Für die aus. Was bringt das denn da rumzugucken? Gar nichts. Bestimmt auch Feuer. Vermute ich zumindest mal. Keine Ahnung. So, buff mal schön weiter. Du bist ja eh gerade so schön dabei. So, oh guck mal, die buffen sich. Das ist nicht cool. Aha, Eis. Eis ist das Zauberwort. So, bum bum. Bum bum. So. Machen wir sie platt. Heilung haben wir jetzt und wir haben ganz schön viel Leben, muss ich sagen. So, wissen wir jetzt, was sie können. Aha, Schwäche. Eis und Wasser. Mann, Mann, Mann. War schon heftiger, der Kampf. Aber nichtsdestotrotz, der Kampfpassage geht noch weiter. Stay sharp! Move! Through here! Station secure! Das sieht nach Schutzgarde aus. Cavalry, stand down! Jagdgeschwader. Ups. So, Jagdgeschwader, Freunde, kommt her. Klar, kein Problem. Euch können wir auch platt machen. Die frühstücken wir da auch. Sanctum Tribunär. Erstmal wieder die Kleinen angreifen, wie immer. Lightning kriegt in der Zeit dann mal ihren Buff ab. So. Ah. Aerorasser so geil ist. Schmerzen. So. Und weiter. Wir jetzt erstmal die müssen erstmal herausfinden, was wir jetzt hier überhaupt können, die Viecher. Warum kommt denn hier was Neues dazu? Hä? Komm, Ena Courage, jetzt machen wir nochmal schnell einen Buff drauf.
So. Okay. So. Dann bräuchten wir einmal hier ein bisschen Hilfe. So, komm, machen wir ein richtiges Paradigma hier drauf. So, und jetzt noch die Kürassierdrohne. Kann ja auch nichts. Außer Schaden einstecken. Boah, ich krieg echt Schaden. Ist ja der Hammer. Wir müssen uns einmal durchbuffen und dann wartet das immer. So. Immer vorwärts. Wo ist er lang? Ah, wir müssen hier irgendwas benutzen. Fahrstühle. Oder so. Sieht aus wie diese, weißt du, wo man da so Nachrichten verschicken kann. Dieses Rohrsystem. Flup! So, the cavalry's here to, They're here for Orphan. If it's close to the Falsi Eden, they're probably headed for the heart of the Sanctum. Right. And if they destroy it, bad things are gonna happen. So long, Cocoon. Then we better get there before they do. Damn straight. Yeah. Uh-oh. Let's move! Hey, hey, hey! Uh-oh. Den hässlichen Behemoth kenne ich doch. Den haben wir doch mal damals. Haben wir richtig Spaß mit gehabt, oder? Das ist doch jetzt unser König Behemoth, den wir damals überhaupt nicht platt gemacht kriegen, oder? Jawohl. Genau der ist das. Super. So, komm, hopp. Verdammt. Ena. So. Weiter. Waffen. Hope. So. Ich möchte ja auch noch ein bisschen geileren Schaden drauf haben. So, genau. Sehr schön. Gemach. Oh, das sieht doch super aus. Wie viel Schaden wir dem machen? Das ist die Schwäche von dem Vieh. Egal. Einfach voll drauf. Gar keine Schnitte. Oh, okay. Vielleicht doch. Manipulieren wir mal doch lieber wieder. Damit das hier besser geht. Aua. Ruhiger. Komm. König Behemoth kann ja mal gar nichts mehr. Das ist ja echt super einfach. Wie haben wir da noch gesessen vor weiß ich nicht wie viel Folgen? Das ist ja der Hammer. Lächerlich. Ach, kommt. We're never gonna make it. Not with an attitude like that, we won't. Richtig so, Vanille. Mit so einer Einstellung wird das auch nichts. So. Aber wir können hier speichern und das werde ich jetzt auch tun. Wir werden nochmal eben unser Kristarium wieder auffüllen. Dann haben wir es schon mal fertig. Ah, stimmt, da wollte ich jetzt einen Augmentor weitermachen, dass wir dann noch ein paar mehr geiles Scheiße können. Damit wir auch so schnell cool buffen können. Damit wir da fix durchgebufft sind. So. Augmentor hatten wir dort. Da fehlte noch eine Fertigkeit, genau. Da war ja noch was. So. Den Brecher, genau. Den Formationsspalter. 1475. Ey, das ist richtig krank. Manipulator. Na, ja, da müssen wir die Rollenstufe erstmal hochmachen. Huch. So, was kriegen wir hier dazu? Mobby, das ist gut. Und, was ist das da? Stopgar ist sehr gut. So,
Ja, schön. Dann haben wir ja das alles dann hoch wieder und müssen wir noch was lesen? Ja, das können wir dann nächste Folge machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich bin richtig gespannt, wie es weitergeht in Cocoon. Der Kampf ist hier auf jeden Fall richtig übel und die Story geht richtig ab gerade. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahmesession von mir. Ich werde jetzt auf jeden Fall Pause machen, weil ich jetzt arbeiten muss. Und ja, bedanke fürs Zusehen. Haut rein, bis morgen. Tschüss.